Hallo und willkommen zurück zu Mario Sunshine. Eieiei, der letzte Part ist total aus der Bahn geraten, wollte ich gerade sagen, weil der ist nämlich irgendwie ein bisschen sehr lang geworden. Das war so nicht geplant. Dass wir jedes Mal erstmal mit der Kanone dahin fliegen müssen. Barco Fortuna, das Geheimnis der Strandkanone. Ja gut, wo die Kanone steht, wissen wir. Oh. Hier werden Kugelwillis abgefeuert. Miss sagt ihnen, sie sollen mit dem Lärm aufhören. Außer nichts hat irgendetwas meinen Platz eingenommen. Nun fliegen diese Granaten überall umher. Bitte, du musst mir helfen. Hehe. Okay. Lösung gefunden. Dankeschön. Ups. Guck, guck. Das war ja nix. Dankeschön. Dann schnacken wir mal die Körbe, wenn wir jetzt natürlich genau wissen, wo was wir zu tun haben. Guck, guck. Dankeschön. Next one. Ah, hier sind noch zwei Körbe. Komm. Ja. Keine Suchrakete. Na, na. Jups. Dankeschön. Eine noch. Guck, guck. Na komm, ein Stückchen weiter. Kugel will ich sie nicht zielen. Ah, da ist hier ein wärmesuchender Billy dabei. Dankeschön.
Park wegen Notfall geschlossen, die Parkleitung. Okay. Also wir können, solange die Kugel will ich hier rumfliegen, nicht in den Park. Naja, macht ja auch Sinn. Haha. Du. Mist. Das war doof. Geschafft. Ach so, das war nur das Vorgeplänkel. Ich habe da so eine Befürchtung. Es wird wahrscheinlich gerade wieder was weggenommen. Habe ich recht? Ich wusste es. Nicht schon wieder so eine Welt. Och nö. Super. Jetzt muss ich mir mal eben kurz ein Muster merken. Die beiden gehen weg und dann der da oben. Okay. Okay. So weit, so gut. Okay. Nein! Das sind ja Trampolins. Das wusste ich doch vorher nicht. Ah.
Okay. Das wird doch unangenehm. Okay. Okay, also das war jetzt einer der leichteren. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir teilweise dann doch schon etwas vorgeprägt sind mit der einen Welt. Jetzt gucken wir uns erstmal, wenn wir ja zwei weitere Insignien abholen für die Münzen. Okay. Nicey, nicey. Also man kann sich auf jeden Fall nicht beklagen, was unsere Fortschritte angeht. Wir kommen verdammt gut vorwärts. Naja, dann gib mal her die beiden. So, 62 Insignien haben wir schon. Ich denke mal, wird wahrscheinlich auch irgendwas mit 100 und geben. Wahrscheinlich wieder 120 wie bei Mario 64. Schätze ich einfach mal. Weiß nicht, wie viele Welten es gibt. Machen wir mal um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Welten haben wir bis jetzt. Paco Fortuna sind wir gerade dran. Da haben wir jetzt 2 Insignien und 16 Münzen schon. Porto Doro. 7. Monte Bianco 8. Playa del Sol 8. Bahia Paradiso 8. Piazza Delfino sind wir bei 17. 16 Münzen, blauen, und eine bei Pista Delfino. Pista Delfino. Achso, das ist das kleine Flugfeld. Bis zur Delfino kommen wir, glaube ich, so auch gar nicht mehr hin. Was mich mal interessieren würde, haben wir inzwischen irgendwas von den... Nö, von den anderen Düsen haben wir immer noch nichts freigeschaltet. Die brauchen wir leider, um an ein paar Sachen ranzukommen. Hat irgendwas? Was ist das? Moment mal, ich kann das riechen. Es wird etwas passieren, aber wo? Wo? Okay, hat nichts Neues. Unser Taxi. Dahin kommt es. Nö, ich dachte vielleicht noch irgendwie an die Kisten, aber nichts. Naja, fast. Wir werden aber leider nochmal genau in die gleiche Mission rein müssen, denn wie wir es kennen... Rote Dukaten im Piratenschiff ist das nächste. Okay, also wir gehen aber nochmal zum Geheimnis der Strandkanone.
Denn da drin gibt es ja bestimmt wieder einen Stern, den wir nochmal so holen müssen. In den Kürben ist nichts mehr. Und da wir wissen, wie einfach wir ihn da hinten erledigen können. So. Autsch. Das war nicht ganz so. Komm, werfen wir mal noch ein Bömmchen rüber. Dankeschön. Zugegeben, das ist gerade ein bisschen die Variante. Soll ich sagen, die ein bisschen verschwenderischer ist. Komm her, Babybombe. Na also. Nicht ganz optimal, aber sollte es tun. So. Ups. Boden. Das war knapp. Geschafft. Nice. 63 Insignien schon. Guck, was die Zeit sagt. Ich will nicht schon wieder Überzeit machen. Naja, 20 Minuten. In 5 Minuten was schaffen, das ist eine andere Frage. Naja, wir gucken mal. Auf jeden Fall will ich es nicht schon wieder so lange machen wie in der letzten Folge. Aber gut, dafür war es auch ein interessanter Fight gegen Bowser. Rote Dukaten im Piratenschiff. Das gibt wieder. Oh, ja.
Was genau, wo ich da hin muss. Okay, also hier kommen wir auf jeden Fall wieder rote gelbe Münzen sammeln. Jetzt habe ich bald alle Farben durch. Autsch. Da waren ja noch mehr, das weiß ich, aber die 100 Münzen werden wir jetzt nicht direkt angehen. Ja, dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Das Piratenschiff ist derzeit eine Raubattraktion. Warum probierst du es nicht aus? Er hat schon wieder gewechselt. Oh. Warum gehst du nicht alleine? Das gefällt dir bestimmt. Papa bleibt hier und macht Bilder. Genauso machen wir es. Oh, Papa, ich will mit dem Gruseligen fahren. Hm. Komme ich nicht dran. Eine blaue, eine rote Münze. Oi, oi, oi. Ja, schon wieder nicht gesprungen. Durchgeglitscht. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das jetzt in 5 Minuten schaffen. Okay. Sie erreicht. So. Oh, da oben ist noch eine blaue Münze. Und da dran. So einfach geht das.
Upsala. Das war so aber nicht geplant. Fast. Ein hat gefehlt. Hier ist sowieso eine blaue Münze, sehe ich gerade. Die Welten sind ja zum Teil relativ klein, aber sehr verschachtelt. Hoppala. Aber die eine Stelle, da könnte man noch schaffen mit den ganzen Münzen. Ich denke mir mal, da werden wir wahrscheinlich auch noch eine Belohnung kriegen. Blauer Vogel heißt eigentlich immer eine blaue Münze. Na komm. Komm wieder zurück. Ja, dadurch, dass die Kamera zu komisch stand, weiß ich jetzt gerade nicht, wo die blaue Münze gelandet ist. Ah, da. Weitere blaue Münze. So. Na also. Autsch. So, mal die Nase putzen hier. Mal sehen, was er sagt. Hey, siehst du dort oben etwas Leuchtendes? Und den machen wir mal eben weg. So. Gucken wir mal, was die Zeit sagt. Joa, reicht. Sind zwar wieder ein bisschen drüber, leider. Aber zumindest haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play Mario Sunshine.